da sind wir wieder, euer Gattmobil mit Alfred und Betty und einer neuen Stellplatzvorstellung. Heute wollen wir euch den Wohnmobilstellplatz in Oberstdorf im wunderschönen Allgäu vorstellen. Umgeben von traumhafter Bergkulisse, an einem kleinen Bächlein gelegen, zentrumsnah, habt ihr hier eine gute Ausgangsposition für Rad- und Wandertouren und allen anderen Unternehmungen, die man hier machen kann. Interessiert euch, was hier alles noch so zu sehen gibt? Schaut unser Video zu unserer Wohnmobilreise September 2023, wo wir euch dann auch alles Interessante und Schönes hier zu der Umgebung zeigen. So, schauen wir uns mal an, was es hier alles platztechnisch zu sehen gibt. Hier kommt die Hermann-von-Barth-Straße entweder aus dieser Richtung. Aus der anderen ist es ein bisschen schwierig, weil da momentan Baustelle ist. Deshalb werdet ihr sowieso aus der anderen Richtung umgeleitet. Haus Nummer 9 ist der Platz. Kurz vorab, vor dem Platz sind noch zwei interessante Sachen, die ich euch jetzt zeige, weil ich gleich nicht wieder rausgehen möchte. A, gibt es direkt vor dem Platz in dem holzverkleideten Gebäude einen Bäcker, der auch Mittagsküche anbietet. Und auf der anderen Seite haben wir noch einen Discounter, der auch über eine Backwarentheke verfügt, sowie einen separaten Bäcker, wo man auch Sitzmöglichkeiten hat und das Kuchenangebot sehr verlockend aussah. Also von daher ist die leibliche Versorgung hier schon mal super gewährleistet. Vom Stellplatz kommt ihr aber auch in 5 Minuten zum Zentrum und habt doch das erste Lokal für euch. Zeige ich euch gleich, wie man da am schnellsten hinkommt. Jetzt wollen wir erstmal reingehen. Der Stellplatz ist abgeriegelt durch diese Schranke. Sie öffnet automatisch, wenn ihr davor fahrt. Ob ihr rein dürft oder nicht, sagt euch nämlich hier das Licht. Ist grün, sind Plätze frei. Ist die LED-Leuchte rot, müsst ihr leider weiterfahren. Nutzt nicht zum Warten in die Parkplätze, die sich hier in den Buchten vor dem Stellplatzeinfahrt befinden. Hier ist striktes Halteverbot für Wohnmobile. Mindestens 6 Schilder weisen euch da auch vermehrt drauf hin. Viel Spaß! Ja. Ihr könnt auf den Platz fahren, aber wenn er euch nicht zusagt, was ihr hier vorfindet oder vielleicht noch 2, 3 Plätze frei sind, die vielleicht für ein Morello zu klein, für einen Kastenwagen noch passend sind, kommt ihr nicht ohne Bezahlung mehr von dem Platz herunter. Eventuell ist während der Öffnungszeiten der Anmeldung mit dem Betreiber zu reden. Das kann ich aber nicht beurteilen. Ich habe verschiedene Aussagen bis jetzt schon gehört. Ganz wichtig ist, wenn ihr euch anmelden wollt, die Anmeldung ist nur von 9 bis 10 und von 17 bis 18 Uhr geöffnet. Das heißt, ihr müsst zu dieser Zeit doch euch in eine kleine Schlange, die auch mal länger sein kann, einreihen und euren Obolus für die Stellplatzgebühr in Höhe von 17,50 Euro plus den Kurtaxenbeitrag von 3,20 Euro je Erwachsener bzw. Kinder von 13 bis 16 Jahren mit 2,55 Euro, jüngere Kinder sind kostenlos, entrichten. Strom kostet dann nochmal 3 Euro pro Tag und es ist nur Barzahlung möglich. Berücksichtigt das, wenn ihr nach hier fahren wollt. Habt ihr nicht genügend Bargeld mit? Im Ort gibt es verschiedene Banken, wo ihr Nachschub besorgen könnt. So. Gehen wir mal rein. Für Fußgänger, für Fahrräder ist hier dieser kleine Gang nämlich frei. Hier sind wir an der Anmeldung, die gleichzeitig auch Sanitär- und Waschraum ist.
Hier haben wir die Anmeldezeit von 16 Uhr stehen, nicht wie vorne am Eingang angeschrieben ab 17 Uhr. Wir haben uns auch jetzt, wo es so voll ist, um 16 Uhr anmelden können. Eventuell schwanken hier die Uhrzeiten oder vorne muss angepasst werden. Gehen wir mal rein. Der Stellplatz verfügt über mindestens 200 Stellflächen, die wir euch gleich draußen auch einmal zeigen, weil da gibt es ein paar Besonderheiten, wie man sich stellen darf. Wenn ihr ankommt und es ist auch noch das Büro geschlossen, füllt das Anmeldeformular aus von der Vorderseite und für den Datenschutz auch von der Rückseite, damit es gleich schneller geht, weil als ich um kurz vor 16 Uhr uns anmelden wollte, herrschten hier Straßenverkehrsamtzustände. Ich stand bis draußen, wie im Wartezimmer bei unserem Arzt. Die Stühle waren auch besetzt. Es herrscht reger Betrieb und angemerkt, es war nicht zum Wochenende. Dann geht man der Reihe nach durch diese Tür, wo der Betreiber dann das Anmeldeformular entgegennimmt und euch sagt, wie viel der Preis für eure Übernachtungen beträgt. Das Geld ist dann, wie gesagt, in bar zu entrichten. Ihr könnt hier auch an einziger Stelle die Duschmarken erwerben, denn für die Duschen benötigt ihr eine Duschmarke im Gegenwert von 1 €. Werft ihr die Marke rein, läuft die Zeit 5 Minuten, ob das Wasser läuft oder nicht. Denkt dran, Start-Stopp-Automatik gibt es da nämlich nicht. Solltet ihr zwischendurch plötzlich duschen wollen, habt ihr das Problem, dass ihr da schon warten müsst, bis hier besetzt ist. Am besten die Marken auf Vorrat mitnehmen. Sollte etwas Zwischenzeitliches sein, hängt hier aber auch nochmal die Telefonnummer aus, sowie die wichtigsten Adressen, die man eben hier vor Ort benötigt. Wichtig ist auch noch anzumerken, eure Hunde sind willkommen, sowie auch eure Zweibeiner, also eure Kinder. Der Hund ist auf dem gesamten Fläche an der Leine zu führen. Zigaretten, bitte nicht sinnlos die Kippen entsorgen. Grillen und offenes Feuer ist komplett verboten. Und auch die Nutzung von Heizlüftern oder Klimageräten. Also alles, was Strom zieht. Richtig Strom zieht. Wir haben hier als nächstes einen Schrank mit verschiedensten Flyern, wo ihr Infomaterial inklusive einem kleinen Ortsplan von Oberstdorf und den Möglichkeiten von Wander- und Radfahrwegen hier kostenlos euch mitnehmen könnt. Hier nochmal in groß der Parkplan. Wir stehen an der Brücke auf der Stellfläche 52. Hier haben wir den Triebwerkskanal. Das Triebwerk habt ihr ja schon mit dem schönen Bild gesehen. Das zeigen wir euch gleich, wenn wir rausgehen. Und hier seid ihr reingefahren. Und hier gibt es auch einen Fußweg, einen Durchgang, wo ihr dann zum Ort gelangen könnt. Wichtig ist, dass ihr hier nicht, wie in gewohnter Art und Weise, euch links oder rechts eurer Stellflächenmarkierung hinstellt, sondern mittig. Die Stellflächen sind mit schwarz-orange gestreiften Holzpfeilen markiert, beziehungsweise auf dem Asphalt mit weißen Linien. Ihr habt euch da immer mittig zu platzieren und nicht am Rand der Fläche. Also das bitte unbedingt beachten, wenn ihr einparkt. Zur Orientierung hängt gegenüber der Platzordnung eine große Übersichtskarte von Oberstdorf, die ihr auch beim Betreiber hier erwerben könnt. Wir haben hier in dem sehr neuen Sanitärgebäude, das wohl 2022/2023 erst entstanden ist, 4 Spülbecken inklusive warmem Wasser, die ihr kostenfrei mit nutzen könnt. Es gibt noch einen Trockner und eine Waschmaschine. Für die Waschmaschine benötigt ihr 3 Duschmarken oder Wertmarken. Der Trockner möchte nur ein Märkchen, damit er in Betrieb geht. Einfach
diese kleine geriffelte Marke hier in den Schlitz einwerfen. Gleicher Zähler hängt auch an den Duschen. Zeige ich euch aber gleich. Ich gehe mit euch jetzt mal in den Duschbereich der Damen. Die nette Lady zeigt uns hier den Weg. Lass mal schauen. Sehr schön gemacht. Mit Bewegungsmeldern, die jetzt bei dem hellen Licht nicht funktionieren. Ihr habt hier auf jeder Seite 5 Waschbecken mit einem Spiegel, separater Steckdose für euren Strom. Ich mache jetzt trotzdem mal Licht an. Okay. Geht wohl doch nur uhrzeitbedingt an. Jetzt geht es nämlich nicht an. Ihr habt außen an den Duschen einen Haken, wo ihr eure Sachen aufhängen könnt, damit sie nicht nass werden. Drinnen nochmal 2 Haken, den Münzeinwurf. Wie gesagt, sobald ihr einwerft, zählt die Zeit der Duschennutzung. Ob ihr zwischendurch das Wasser abstellt, weil ihr euch einschäumt oder nicht, die Zeit läuft. Abfluss ist hinten in der Bodenrinne und kann mit einem Abzieher nachher auch relativ leicht abgezogen werden. Wasserstrahl super, 5 Minuten war die Zeit, völlig ausreichend mit, ja, wie soll ich sagen, für uns Frauen interessant, Haare waschen inklusive Spülung und dem Rest, den man noch so in der Dusche macht. War sauber, ist jetzt sauber, Temperatur war bei mir nicht so warm, Alfred hatte es heiß. Ich hatte eher im guten Kneipp was getan. Was nicht so toll ist, es gibt nur einen Abzieher für alle. 11 Duschen. Aber ansonsten war es, wie gesagt, jedes Mal sehr sauber. Auf der anderen Seite gleiche Duschen. Und dann gehen wir mal wieder zurück. Es gibt noch einen Behinderten-WC und mit einem Waschbecken. Uns noch die Toiletten an. Wir haben hier ausreichend Toiletten, nochmal mit 2 Handwaschbecken, Händetrockner, Spiegel in schöner, heller Atmosphäre. Was uns aufgefallen ist, ist, dass kein Toilettenpapier in den Behältern ist, warum auch immer. Ich meine, gestern habe ich den ersten gesehen, der mit seinem Toilettenpapier ging. Und heute ging eigentlich jeder, der in die Richtung geht. Wir sitzen nämlich da hinten. Doch da ist noch, aber die, die leer sind, sind leer und bleiben leer. Es ist noch nicht nachgefüllt worden, warum auch immer. Kann ich euch leider nicht sagen. Der Stellplatz befindet sich auf einem alten Betriebsgelände, wodurch wir hier unterschiedliche Gegebenheiten des Untergrunds haben. Teilweise steht er auf Asphalt, teilweise auf Schotter oder auf geschottetem Rasen. Die Flächen sind alle nicht eben, selbst auf dem Asphalt, ne? Haben alle Keile. Soweit ich hier sehe. Ist ein bisschen Wellerform, sagen wir es mal so. Wir haben hier, wenn ihr vor der Anmeldung steht, rechts seitlich daneben die Abfallentsorgung, ein großer Container, Glascontainer und einen Container für Altpapier sowie für Verkaufsverpackungen. Also im Grunde Tüte zu und Jö. Also je nachdem, wo ihr steht, habt ihr einen grandiosen Sicht auf das Nebelhorn und all den anderen Bergen, die hier
sich rund um Oberstdorf befinden. Auf der anderen Seite der Anmeldung befindet sich die Entsorgung. Ich mache hier mal einen großen Bogen drum, weil dieser eine kleine, feine Abfluss ist für Grauwasser und für eure Chemietoilette. Diese größere Öffnung, da kommt der Schnitzel von eurer Toilette rein. Und der Rest, wisst ihr ja, rüberfahren, Hähnchen auf. Ihr könnt also nicht gleichzeitig entsorgen, sondern nur nacheinander, ihr steht euch im Weg. Für Trinkwasser, das auch im Stellplatzpreis mit enthalten ist, gibt es hier einen Wasserhahn, der gar nicht funktioniert. Dafür müsst ihr nämlich hier drauf drücken. Und dann kommt es und spritzt wahnsinnig. Gleiches gilt drüben für den Schlauch, für die Toilettenentsorgung, der gleich Alfred euch zeigt. Aber der Clou ist, ist Django nicht da? Also sprich außerhalb der 9 bis 18 Uhr. Hier wird kein Wasser. Auch nicht für die Toilettenspülung. Das Wasser wird nur zu den Arbeitszeiten des Betreibers von morgens 9, zwischendurch ist er ja mal weg, bis abends 18 Uhr, dann ist Schicht, wird das Wasser abgestellt. Sehen wir es positiv. Die Duschen waren an. Ich bin nämlich gestern Abend noch um 21 Uhr duschen gewesen. Wenn er das auch abgestellt hätte, hätte ich ihm das Video jetzt nicht so nett gemacht. Was ihr auch gesehen habt, mit Sicherheit bei den einen oder anderen Schwenks, die wir hier gemacht haben, man steht jetzt nicht so, dass man Campingverhalten an den Tag legen sollte. Es ist wirklich ein Stellplatz, der je nachdem nach Saison sehr voll sein kann. Gerade jetzt September, Wandermonat. Baden-Württemberg und Bayern haben diese Woche noch Ferien. Aber das ist kein Vergleich zu den Wintermonaten. Da ist er nämlich noch voller. So, da will einer entsorgen. Lass mal ihn mal weiterziehen. Hier ist auf dem Platz. Es herrscht auf dem Platz ab 8 Uhr morgens auf ein reges Kommen und Gehen. Wenn ihr auf den Platz fahrt, der muss bis 12 Uhr verlassen werden. Bleibt ihr länger, ist nochmal eine Gebühr zu entrichten. Also von daher nicht bis 17 Uhr die Sonne genießen und 12 Uhr ist Schicht. Wie hat unser Betreiber hier gesagt? Nur Bares ist Wahres. Hier habt ihr am Ende des Platzes die Möglichkeit, mit eurem Rad oder auch zu Fuß, durch diese Durchlass in den Ort zu gelangen. Ihr kommt vorne direkt am Steffis irgendwas aus und von da aus beginnt in ein paar Schritten die Fußgängerzone. Wir haben auf dem ganzen Platz verteilt Stromverteiler. Alfred erklärt besser, ich habe letztens die Zensur gekriegt. Das wusste ich. Ja? Mit dem dazugehörigen Sicherungskasten, der auch geöffnet ist, solltet ihr aus Versehen mal mit einer Kochplatte oder so die Sicherung rausjagen. Ihr bezahlt bei der Anmeldung eure 3 Euro für die Tagesgebühr. Stecker rein, Nummer ist egal eigentlich, weil die Plätze haben zwar laut Plan eine Platznummer, die man aber nirgendwo sieht. Aber die an den Plätzen selber nicht vorhanden ist. Nun ist das also mit dem Plan abziehen, tipp, 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 da stehe ich. Von daher steckt eigentlich jeder da rein, wo er gerade meint, reinstecken zu mögen. Abgesichert ist der Kasten mit 6 Ampere. Und wer seinen Strom nicht bezahlt, der geht der fetten Spinne hier ins Netz. Vereinzelt, ich weiß jetzt gar nicht wie viele, ich glaube, ich habe nur den einen gesehen, vielleicht gibt es auch noch einen zweiten, gibt es auch noch Hundekotbeutel, wobei hier nur der Mülleimer aktuell vorhanden ist. Nachfüllbeutel habe ich jetzt auch keine die letzten Tage da drin gesehen. Da haben wir wieder mein Lieblingsstichwort, über 7 Brücken. Wenn ihr über diese Brücke geht, kommt ihr auf die andere Seite, wo der Untergrund lose ist, das ist der Triebwerkskanal. Schlau wie ich bin, wollte ich ja auch unbedingt da stehen. Was aber den Nachteil hat, dass wir total schräg stehen und nicht da vorne,
noch nicht mal ein Fahrrad hinstellen kann. Aber das Wasser ist schön smaragdblau und ich genieße es, da drauf zu gucken. Also irgendwie kriegt man sich da schon hinplatziert. Das Triebwerk stört nachts nicht. Wir hören es von hier der Seite kaum. Und trotz der Fülle des Platzes und ja, nahezu voller Belegung, es ist ultra ruhig. Du kannst hier wirklich gut schlafen. Ab 8 Uhr fangen die ersten an, dass sie vom Platz fahren, aber alles total zivil und du hörst halt nur das Motorengeräusch. Es ist wirklich super ruhig. Wir haben auch verlängert, sind also länger geblieben, als wir vorhatten. Und von daher hat es uns im Endeffekt schon gefallen. Also wir stehen hier, ich nenne das immer den Zollweg, weil die Brücke zu Sanitäranlagen rege genutzt wird. Und jeder, der vorbeikommt, die Platzgebühren hole ich mir schon irgendwie wieder.